Traditionell veranstaltet der SC Tegeler Forst am ersten Advent seinen Herbstwaldlauf. 2014 nun schon zum 60. Mal. Damit handelt es sich um Berlins ältesten Crosslauf. Eigentlich hätte das Jubiläum zusammenfallen sollen mit dem 41. Geburtstag von Gunni Sachs. Doch das langjährige Vorstandsmitglied verstarb am 17. Oktober nach schwerer Krankheit. Um ihn zu würdigen, bekam der Herbstwaldlauf den Beinamen Gunni Sachs Gedächtnislauf. Gunni war jahrzehntelang ein Mitglied bei uns. Er war sozusagen Motor, er war Inspirator, er war Förderer, er hat sich um vieles gekümmert, er hat neue Wege aufgezeigt, sodass er eine große Lücke hinterlässt im Verein, aber auch in der Berliner Leichtathletik, um die wir sehr, sehr trauern. Rund 500 Teilnehmer trotzten den kalten Temperaturen und liefen einen bis 11 Kilometer durch den Tegeler Forst. Mit am Start war auch Thilo Brill, Berlins Nachwuchssportler des Monats Oktober, gewann kürzlich in seiner Altersklasse den deutschen Cross Cup. Nun ließ er im heimischen Wald die Saison über 3,9 Kilometer ruhig ausklingen. Das ist für mich eigentlich immer ein sehr schöner Saisonabschluss, weil jetzt auch die Cross-Saison durch ist und bis zur Hallensaison sind es noch ein paar Wochen. Und das ist im Verein immer ein sehr schöner familiärer Abschluss der Saison. Neben den Leistungssportlern der LG Nord erfreut sich der Lauf auch bei den Freizeitjoggern großer Beliebtheit. Das Gefühl hinterher ist extrem gut. Es ist total schön, wenn man den Lauf geschafft hat. Und beim Laufen ist es unheimlich schön, die Schöpfung, einfach die Natur zu sehen. Und das begeistert mich und das lohnt sich dann dafür aufzustehen und auch die Kälte in Kauf zu nehmen. Im Ziel konnten sich die Läufer anschließend über heißen Tee und weihnachtliches Gebäck freuen. Der Waldlauf des SC Tegeler Forst schließt eben nicht nur die Cross-Saison ab, sondern läutet auch den Advent ein.